So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, seit Monaten mal wieder ein neues Let's Play hier auf meinem Kanal. Mal wieder Zeit gefunden. Seit langem mal wieder, echt mal Zeit gefunden, wieder mal um was aufzunehmen. Und ja, warum nicht direkt Star Wars Battlefront 2? Ich wollte mit euch die Karriere zusammen spielen. Da ich nämlich Origin Access habe, kann ich dieses Spiel auch schon früher anzocken, von daher. Ohne jetzt auch mal... Ohne auch jetzt hier um große Umwege herumzureden. Wir spielen jetzt einfach mal als erstes mal die Karriere, denn auf die freue ich mich am meisten. Denn beim ersten, so wie ihr es vielleicht schon wisst, gab es keine Singleplayer-Mission. Hier gibt es die Singleplayer-Mission und wir spielen jetzt erstmal die Kampagne. Kampagne spielen, jo. Konzentriere dich auf die Story und Umwelt ohne schwierige Kämpfe. Spiele einen höheren Story ausgenommenen Kämpfe, die herausfordernd, aber fair sind. Ja. Machen wir es mal so. So, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es mitten in der Nacht. Denn, ja. Intro geht, muss immer sein. Okay, es kommt doch kein Intro. Rebellensicherungskreuzer. Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode? Und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere, es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ. 626. VZ626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Bis er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis Sie diese taktische ID-10-Einheit fertig zerlegt haben. Sir, die ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus Ihren Computern und komm dann zu mir. So, nochmal herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront 2 hier auf meinem Channel. Ey, Klappe, Alter. Ja, ich wollte schon sagen.
sagen, dass ich dich nicht mag. Gar nicht. Boah, ey, kannst du mal die Klappe halten? Habe ich keinen Schock mehr? Hätte nein. Ich meine Beine dann. Nun, du nervst. Okay. So, also wir spielen die Kampagne. Wir spielen diesmal... Oder wir spielen nicht die Guten, sondern wir spielen mal laut Film die Bösen. Das Imperium. Und ja... Ah, da sind wir. Wir spielen Aiden Virtue. Und... Ja, ich... Okay, das machen wir sofort. Mal gucken, was hier drin ist. Ja, wir spielen einen eigenen Verso. Und ich bin eigentlich mal sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier so verläuft. Denn, ja, ich bin eigentlich ziemlich baff. Ich habe nämlich noch nie die Bösen gespielt. Außer mal in Star Wars The Force Unleashed. Nur das... habe ich mal angefangen zu spielen und nie zu Ende gespielt, ehrlich gesagt. Da. Lüftungsschacht, okay. Okay, wir haben auch einen Boost. Tarnung. Die Ordnungsanzeige stellt die wachsame Aufmerksamkeit der Rebellen für Anwesende. Ja, wenn die aufleuchten. Ja, okay, alles klar, das kennen wir schon. Hey, wie läuft's mit der Entschlüsselung? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Ende. Das ging ja schon mal ganz einfach. Den habe ich zu spät gesehen. Die haben krasse Sicherungen in ihren Lüftungsschächten. Wahnsinn. So. Ah, okay. Oh, wie geil das einfach nur aussieht. Was war nochmal Schocken? Schocken war jetzt die 3, ne? Ich meine ja. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Es ist Zeit. Okay, das läuft ja eigentlich schon mal ganz gut soweit. Oh. Viel besser. Ich höre dich durch die Lüftung. Ganz nah. Komm runter. Gutes Timing. Gehen wir.
Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Ende. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Takedown! Nice. Also das Spiel sieht richtig hammergeil aus. Also Druiden, Schock eliminiert. Ja, alles klar, gut. Das Spiel sieht richtig geil aus. Also ich freue mich auch jetzt schon wieder. Also, keine Ahnung, es ist so real alles einfach nur und da freut man sich sogar noch mehr. Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Kommando. Was wollte ich gerade sagen? Achso, da freut man sich so richtig auf Star Wars 8, der jetzt ins Kino kommt. Geil. Allerdings fehlt mir einfach noch von Nvidia. Es ist eine Falle, wollte ich gerade sagen. wir kriegen einen Blaster, ja. So, wir spielen mal aus der Ego-Sicht. Was wollte ich gerade sagen? Achso, freue ich mich ziemlich auf Star Wars 8. Und Takedown. Alles klar, der ist down. Den machen wir jetzt auch down. Korrekt. So, hier hätte ich gar nicht lang gemusst, sondern da hinten lang. So, die Frage ist, wie kann ich denn den Roboter zum Schocken dahin schicken? Das ist noch ein bisschen komisch. Wo ist der denn? Und tschüss. Beep, 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 beep. Noch eine. Können wir das imperiale Signal noch mal checken? Wir haben kaum noch. Ah, alles klar. Ah, okay, alles klar. Dann weiß ich jetzt, wie das funktioniert. So, zack. Du bist jetzt auch noch down. Agent Hark, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. So, was ich sagen wollte, mir fehlt von Nvidia eigentlich noch ein Treiber, weil an gewissen Situationen ruckelt das Spiel immer noch bei mir. So, und ich weiß nicht wieso, wenn ich ehrlich bin. Imperiale Verschlüsselung ist hochkomplex. Ich arbeite daran, die Nachricht zu knacken. Das geht aber nicht, wenn ständig jemand nachfragt. Ich brauche Ruhe, okay? Danke. Wie kriegst du die Ruhe? Verschlüsselte Infos gefunden. Ach, da muss ich halten. Okay, alles klar. Ich bin Captain Drake. Neue Befehle.
warten wir auf den Rebellenangriff und dann... Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Achtung! Ein imperialer Häftling ist gekommen. Die ist extrem gefährlich. Findet ihn! Agent Task, es wird Zeit. Beginne Vorbereitungen. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Oh. Bin unterwegs. Ein Chorus auf. So, die ersten Schusswechsel hier. Ach. Okay, der war nicht so toll von mir jetzt. Voll den Headshot verpasst und die läuft einfach weiter, die dumme Kuh, ey. What the fuck, Alter? Okay, da kommen aber ganz schön viele jetzt hier. So, die haben wir da hinten erledigt. Haben wir den jetzt? Headshot, dabei. Muss ich die hier alle umbringen? Nee, ne? Nee. Ah, da kommen übrigens alle um. Du musst das für dich deaktivieren. Zzz. Ja, Mann, der Druid ist geil. Ja, ich hab's gewusst. Türkontrollfelder. Schieß auf das Kontrollfeld, um die Türen zu öffnen oder zu schließen. Alles klar, bam. Korrekt. Läuft man. Oh, da sind noch mehr. So, ja. Also wie ihr eben gesehen habt, ich spiele das Spiel ja auf Mittel. Auf Ultra hatte ich da jetzt erstmal noch keine Lust zu. Ah, V. Bam. Ach, hier geht das nicht, oder was? Oh, gut, dann nicht. Ja, erreichen. Ich komme hier nicht weiter. Okay, alles klar. Ah, dann eben hier lang. Komm schon. Ich will nicht direkt hier schon sterben, ey. Komm ich nicht von hier? Das sieht so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen, ey. Oh, wo? Das ist immer noch da. Ah, die sah aus wie ein Jedi. Okay. Gegnerwellen. Ich hätte auch schon einfach weitergehen können. Die sind echt schwer gepanzert da hinten, habe ich das Gefühl. Und die Luftschleuse. Bin in Position
Position. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3, 2, 1. Wow. Okay, das ist nice. Und tschüss. Wahnsinn. Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Halt nicht. Ich kann warten. Agent Miko. Die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Das war der Prolog zu Star Wars Battlefront 2. Einige Zeit später. Endor, Schauplatz, Todesstern. Das kennen wir alle. Piet, Sie Narren. Holen Sie mir den Inferno-Trupp. Sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ein Ziel, direkt voraus. Mir folgen. Verstanden, Commander. Das alles machen wir weiter in der nächsten Folge hier auf meinem Kanal, wenn es wieder heißt Star Wars Battlefront 2. Bis dahin und ciao.